Um den Windows Live Messenger aus dem Hause Microsoft nutzen zu können, benötigt man eine sogenannte Live-ID. Besitzt man ein entsprechendes Konto, kann man sich direkt anmelden. Ansonsten muss man sich vorher noch registrieren. Der Microsoft Messenger bietet dem Nutzer zwei unterschiedliche Darstellungen der Oberfläche. Da wäre zum einen der Kompaktmodus, der sich auf die wesentlichen Punkte beschränkt. Und zum anderen die Vollbildansicht, die sich in zwei Bereiche aufteilt. Auf der rechten Seite steht die Kontaktliste zur Verfügung und auf der linken Hälfte kann man sich die Informationen aus den sozialen Netzwerken und die Nachrichten von MSN anzeigen lassen. Für die Meldungen von Facebook und Co. muss man sich zunächst einmal mit den Diensten verbinden. Erst danach kann man sich die Informationen von allen oder einzelnen Kontakten ansehen. Unter MSN stehen dem Nutzer die aktuellen Nachrichten zur Verfügung. Diese sind unterteilt in News und Wetter, Stars und Video. Die kompletten Artikel oder die Videos werden dem User nach dem Aufruf im eigenen Browser präsentiert. Zusätzlich hat man auch noch die Möglichkeit, mit seinen Freunden über den Messenger zu spielen. Microsoft bietet dafür eine Auswahl an verschiedenen Spielen an, die man recht einfach starten kann. Nach einem Doppelklick muss man nur noch einen Freund aus seiner Liste auswählen und kann dann loslegen. Um neue Freunde in die eigene Liste aufzunehmen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man jemanden einfach über seine Mailadresse einladen. Oder man sucht nach Personen im eigenen Konto. Hier kann man zudem auch die Kontakte noch ein wenig bearbeiten oder auch neue hinzufügen. Mit Freunden kann man dann bequem sofort Nachrichten austauschen, die in einem separaten Fenster dargestellt werden. Darüber hinaus kann man auch E-Mails oder Dateien versenden, jemanden anrufen oder einen Videoanruf tätigen. Wer möchte, kann auch noch Gruppen und einzelne Kategorien erstellen, um mit mehreren Kontakten zu kommunizieren. Unter dem Menüpunkt Extras kann man unter anderem noch sein Bild verändern oder sich ein komplett neues Design für die Oberfläche aussuchen. Zur Verfügung stehen auch etliche Smileys, die man sich in aller Ruhe ansehen kann. Um auch ohne Probleme Gespräche führen zu können, sollte man zuvor noch die Audio- und Videogeräte einrichten. Unter Optionen kann man dann weitere Einstellungen vornehmen und dem Messenger den eigenen Wünschen anpassen.